Du bist frei oder ein Sklave der Moderne. Du kannst ohne Handy nicht mehr. Du gehst nicht aus dem Haus ohne Handy, ohne Smartphone, ohne Tablet. Ne? Und zu Hause, ohne dass du nachgesehen hast, was bei Facebook so los war oder bei Twitter, gehst du nicht schlafen. Bist du ein Sklave der Moderne? Du lebst deine Freiheit. Du arbeitest nicht, denn das, was du tust, bereitet dir Spaß. Du kannst dir alles leisten, was du willst, weil du nicht auf den Cent, auf den Rappen, auf den Pfennig achten musst. Du kannst reisen und andere Länder kennenlernen, Menschen kennenlernen und dir zu Hause erzählen, wie schön das war und andere Leute mitnehmen und animieren dazu, auch dieses Land oder diese Länder zu besuchen, die Menschen dort kennenzulernen. Es gibt nichts, was du nicht erreichen könntest. Das ist so deine innere Einstellung. Wirklich gar nichts. Alles kannst du erreichen. Nicht nur, weil du es willst, sondern einfach, weil du es tust. Alles siehst du als eine Möglichkeit. Das setzt natürlich voraus, dass die Worte Problem und Schwierigkeiten nicht mehr in deinem Wortschatz existieren. Du hilfst anderen Menschen ohne eine Gegenleistung. Du erwartest einfach nichts, sondern du tust es einfach, weil es dir Spaß macht und anderen und dir gut tut. Du genießt so richtig das Leben. Oder ist das alles nur in deiner Fantasie? Danke, dass du darüber nachdenkst. Schreib mir deine Meinung, schreib mir deine Kommentare und schreib mir, ob du Freiheit auch so oder anders definieren würdest. Was ist deine Meinung zu Freiheit? Wann fühlst du dich frei? Was müsste passieren, dass du dich frei fühlen würdest? Ich danke dir für deine Meinung und deine Kommentare.